Schatzi, du isst meine Dekoration. Fertig? Fertig? Ja, gleich ist es alles fertig. Guten Morgen, meine Lieben. Oh, tut das gut, immer sonntags mal ein bisschen auszuschlafen. Das ist der einzigste Tag in der Woche, wo ich mir keinen Wecker mache. Und die Kinder wollten nämlich Fruit Loops. Wir waren aber letztens Jahr in Frankfurt und da haben wir Bagel gegessen und die waren mit Frischkäse. Ich habe leider keinen Salat, da war nämlich noch Salat drin und ja, Wildlachs habe ich jetzt gekauft, da war wahrscheinlich irgendein Lachs drin. Ich habe mich für diesen hier entschieden. Es schmeckt auch wirklich ziemlich gut. Ja, das mache ich jetzt und es ist warm. Ich denke mal, die werden dann die Fruit Loops direkt zur Seite legen und dann doch da die Wahl fällt. Ich bin gespannt. Ich mache die mal. Die wissen auch gar nichts davon. Und dann gucken wir. Du auch? Natürlich! Und du auch? Danke, Mama! So, Ladies, es ist mittags und ihr seid immer noch in Schlafanzügen. Ich hab mich noch angezogen. Und guck mal, eure kleine Schwester, die ist schon angezogen, Haare gemacht. Und hat geklettert. Oh. Ja. War sie das? Ja. Muruk! Und das war Isel. Oh Mann! Hör auf! Isel, nicht so laut. Hallo! Hör doch mal auf! Ich glaube, ich muss euch gleich mal rausschmeißen hier. Was ich gerade mal geschafft habe, ist diese Sachen zu entrümpeln unten drunter. Und da ist Baby Jan schon wieder aufgewacht. Jetzt gehen wir mal schnell zu Oma Johanna. Celine, sag mal, wie du ausschaust. Ich habe die Schuhe gestern im Speicher gefunden und in die Waschmaschine gemacht. Und jetzt sehen sie so aus. Das sind diese Skechers. Ich nehme die hier, Schatz. Guck mal, Mama sieht richtig hübsch aus, gell? Ja! Komm, Mama! Ja, gehen wir. Mama. Komm. Hübsch. Guck mal. Kannst du auch gehen? Wow. So, beeilt euch bitte. Nein, doch. Ja. Das ist das nicht der. Nein, das ist der. Ups, sorry. Jan, gleich machst du plumps. Okay, ich glaube, ich hoffe, ich sie wird nicht kalt. Ja. Sie hat schon Schokolade. So, okay, Schatz, was ist mit deiner Stirn passiert? Sportunterricht, ne? Ja. Freundin. Die Tür gegen die Stirn gemacht. Aber auch ich wusste, dass sie da ist. Celine, du hattest doch Schuhe an. Schatz, lass die anderen Schuhe an. Celine. Ist jetzt egal. Celine, du hattest doch schon Schuhe an. Ach. Oben, ja? Genau. Jetzt hast du deine Haare gekämmt? Ja. Du sagst einfach ja, gell? Nein, ich habe nicht ihre Haare gekämmt. Celine, wo sind deine schönen Schuhe hin? Da. Stimmt, sie sind auch schön. Mama! Wir schenken das denn. Johanna, wo soll ich den Schlüssel hinlegen? Wo soll ich den Schlüssel hinlegen? Hier? Ja, ja. Ja, alle. Ach, das ist ja toll schön. Das Bilderrahmen passt doch, ne? In den Raum. Der Bilderrahmen sieht doch ganz gut aus, oder? Ja. Bisschen kräftig, aber. Kräftig? Ach so, ja. Breit. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst? Ja, heute haben wir lange geschlafen, bis 10. Mittag hier. Mama, auf den Baum.
Hat jeder, glaube ich, bis die halb hat, elf. Er hat kein Auto gestern gehabt. Warum ist er nicht reingegangen? Wir haben Angst vor dir. Ich habe das erst gemerkt, dass das Auto noch da steht, wie der Brandford ist. Ja, aber der Baum ist ganz schön gleich. Ja. Hier ist er. Mama, das Bild ist schön. Hallo Bibi Jan. Wo ist dein Rosmarin? Hinter dir? Was macht ihr denn da? So, meine Lieben, der Idi ist gerade raus. Der musste nämlich jetzt ein bisschen früher raus, damit er mir das Video hochladen kann. So, die Kinder spielen und da sie einen riesen Hunger haben, mache ich zuerst einfach Brot. Wo ist das Brot? Celine, Schatz. So, und dann mache ich zuerst einfach Brot und dann koche ich das. Mache dann damit mit der Brühe Reis und brate das ein wenig ab. Das wird dann später gegessen. Ich denke mal so eine Stunde. Schatzi, du isst meine Dekoration. Fertig? Fertig? Ja, gleich ist es alles fertig. Celine, hast du mir alle Tomaten aufgegessen? Ja. Und was mache ich jetzt aufs Brot? Da, ja. Da, nein, da. Ach so, das muss geschnitten sein. Mama, hier ist eine. Mhm. So, meine Lieben, habe ich gerade ein Foto von dem Essen gemacht für Idi, weil er meinte, wir haben zu Hause nichts mehr zu essen und ich müsste das Ganze ein bisschen anders organisieren. Ich so, ja, aber der Einkauf ist halt nicht so easy, wenn die Kinder alle, ah, stimmt, Kinder, kommt essen! Wenn der Einkaufswagen alleine schon voll ist mit den Kindern. Philipp, was denn? Ach, du willst alles für dich? Mama, ich. Und für die Achille und Celine. Isel, meine ich. Kinder! Mama, heute willkommen. Welches möchtest du? Nimm dir dann eins. Celine, nimm dir dann eins hier drauf. Oh. Ich nehme das hier. Ich hoffe, euch schmeckt es. Schatz, dafür hast du den Teller, genau. Ja. So, lasst es euch schmecken, Kinder. Guck mal, alles aufgegessen. Super. Ich nehme jetzt den anderen auf. Mama. Hm? Mama. Hm? Die Kinder spielen sowas von klasse miteinander und ich bin froh, dass wir heute nicht rausgegangen sind, weil manchmal spielen die, wir brechen das Ganze ab, um wegzugehen und Mosi, was willst du eigentlich, dass ich das wasche? Ja, also ich kümmere mich um das, was die Sellen will und bin gleich für euch wieder da. Also hier habe ich jetzt meine sozusagen Hühnerbrühe, die werde ich jetzt rausnehmen, diese Hähnchenflügel. Werde sie kurz anbraten und Bibi Jan ist wach. Mache Salz noch rein und den Reis. Und wenn ich das gebraten habe, mache ich es wieder raus. Brate gleich so kleingeschnittenen Schnittlauch und, nein, Schnittlauch, Lauchzwiebel. Und die brate ich dann auch und dekoriere ich dann. Ja, das wird mein Essen sein. Sehr lecker. Ich habe etwas Wasser nachgegossen. Das Essen, was er da verteilt hat auf dem Fußboden, das darf da nicht mehr liegen. Und die Hähnchenteile habe ich jetzt so klein gemacht, weil die waren so leicht zerkocht. Celine hilft mir gerade hier die Küche zu zerstören. Ja, jetzt werde ich das Fleisch anbraten. Ja, so ist das, wenn die Mama nicht zuhört, was das Kind sagt. Die so, soll ich reinmachen? Ich so, ja. Einfach nur, um ja zu sagen. Und dann macht sie es einfach rein, weil sie hat ja gefragt. Und ich habe einfach nur mal ja gesagt. Nee, noch nicht umrühren, Schatz. Eigentlich wollte ich das so schichten. Aus diesen Schichten wird jetzt nichts, aber auch gut. Egal.
mache ich halt zwei, drei Schichten anstatt vier. Auch in Ordnung. Gell, mein Schatz? Ja. Celine, Itzi, nimm das große Messer bitte weg. Itzi, zeig mal her, wie du ausschaust. Süß. Also, Schatz, gibst du hier ein kleines Messer? Ja, ich bin jetzt fertig. Es ist eine Herausforderung für mich selbst. Aber ich denke mal, die habe ich gut gelöst. So sieht das ganze Essen jetzt aus. Und Baby John ist von dem Reis auch total was weg mittlerweile. Und jetzt wird gegessen. Oh Gott, ja. Zieh alles aus. Die Küche sieht so aus. Ich bin seit Stunden damit beschäftigt. Über meine Esszimmer sieht genauso aus. Zwei Kinder sind noch wach. Und es sieht aus diesem Grund so aus, weil ich Allergieanfall wieder habe. Ich habe zwar Allergietabletten genommen, aber ich fühle mich, als würde ich Asthma bekommen. Das heißt, die Luft ist nicht so vorhanden, wie sie sein sollte. Mein Auge ist auch heftig rot gerade, merke ich. Ich mache mir gleich noch Augentropfen, die habe ich noch nicht gemacht. Ja, ich muss hier aufräumen. Habe mich so ein bisschen auch geärgert über ein paar Kommentare, weil viele Zuschauer sich aufregen, dass ich... Viele Zuschauer regen sich halt auf, dass ich erzähle, dass ich Video schneide oder Video hochlade oder auch aufräume. Ich weiß nicht, was man sich vorstellt. Super, bei einer, ja, in einem Alter von mir. Ich habe vier Kinder, ich muss täglich aufräumen. Und wenn ich darüber nicht rede, dann weiß ich nicht, was ich denn sonst sagen soll. Ja, die letzten drei Stunden verrate ich euch nicht, was ich gemacht habe. Das, ja, also ich wollte jetzt gar nicht rumflennen. Das ist jetzt im Augenblick wirklich mein kleinste... Sorge, es ist überhaupt keine Sorge, ich nehme das, ja, ich wollte nur mal ein kurzes Statement dazu geben. Es beeinflusst mich jetzt gar nicht, weil jeder, der mitdenkt, weiß, wenn er sich täglich eine Familie anguckt, dass da täglich auch zum größten Teil die gleichen Sachen sind. Ich bin jetzt keine, sagen wir mal Angelina Jolie, die total viele Angestellte hat, dann einen Babysitter und weiß, okay, um ihre Kinder wird sich gut gesorgt. Ich habe auch die Zellen nicht in die Krippe gelassen, weil, ja. Mama, bitte. Ach, naja, egal, ich räume echt mal jetzt auf und mache mir ja Augentropfen. Und so will ich meine Haare machen. Aber ich werde nicht Ombre machen, ich werde hier... Und jetzt ist sie weg. Und ich glaube, sie ist irgendwo da drauf gefallen. Ich habe total die Angst vor Spinnen. Celine, fang die Spinne.